Ja, guten Morgen, Peter. Ja? Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut, danke. Und was machst du so? Mein, der Handy aus. Mann, wir sind in der Mitleague. Sorry, Peter. Das gilt auch euch. Handy aus während der Vorstellung. Hey, Mann, der Verbrecher! Scheiße! Wow, fuck! Er ist schon dort! Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Ist aber spät dran. Ja, sorry, ich habe verpennt, ich gebe es ja zu. Es ist gestern lange Nacht geworden. Oh, das war die Kamera, Serie. Ja. Also, sag etwas zu den Leichen. Wer ist das? Also, es ist der Markus Unterenker. Ist halt gegen die Elfe gestorben. Mhm. Er war Informatiker und 24 Jahre alt. Ich sag mal, wer ist du da? Naja, du musst mal weg, Tobi. Also, hat die Familie gehabt? Etwas? Wisst ihr etwas? Also, hier in der Rakschenstadt, die Mutter ist kurz nach der Geburt abgehauen. Der Vater Hans-Peter war WLAN-Kabellecker. Dann hat er den Stromschlag bekommen. Dann hat er noch die Dosen verkauft und jetzt schafft er als Gratis-Titelverkäufer in Aarau. Okay. Und er hat noch eine Schwester gehabt, Francesca. Die schafft das Tier im Stock. Okay. Sehr gut. Und jetzt, wie geht's weiter? Wollen wir die anderen besuchen? Francesca und der Vater. Also machst du das mal rein, Francesca, und du kannst den Vater machen. Gut. Gut, dann gehen wir wieder. Seri, bist du darum kümmern? Kannst du mal untersuchen, Finger abdrückt oder alles? Darf ich dich mitnehmen? Mach einfach. Ist doch egal. Ah, scheiß Band. Ist egal. Ah, da kommt einer. Gut. Endlich. Grüezi, wohl, ich suche Frau Francesca Unterenker. Ja, komm, Sie. Wir sind nett, merci. Grüezi, wohl, Frau Unterenker. Simon Minder, Rechtief CSA Hüttingen. Oh, habe ich etwas verbrochen? Nein, Sie nicht. Der
Bruder ist leider letzte Nacht ermordet worden. Ah, aha, okay. Sind das nicht irgendwie Schocken? Nein, überhaupt nicht, weil ich habe ihn seit 10 Jahren nicht gesehen und er hat sich eigentlich gemeldet. Ja, ich zwar eigentlich auch nicht, aber ja. Okay. Hat er wirklich ins Gras gebissen? Nein, Frau Unterrecker, er ist ermordet worden, nicht etwas ins Gras gebissen. Frau Unterrecker, kann sich irgendwie erinnern, ob irgendwie etwas Feinde gehabt, ihre Brüder, oder? Also seine einzige Feindlichkeit war Bluterkrankung. Und ich habe ihn eben, wie gesagt, auch schon lange nicht gesehen, weil er schon sehr jung war, als ich ausgezogen bin. Und ja, und er hat sich eben, wie gesagt, auch nicht mehr gewollt. Und ich muss jetzt leider zurück ins Schulzimmer, weil meine Klasse, die stellt sich schon das ganze Schulhaus ab. Sie wissen ja sicher, das ist mein Kind. Ja gut, in dem Fall, merci mal, Frau Unterrecker. Schönen Tag noch, gell? Also, jetzt muss man wählen, ja. Schatz? Ja, ciao, Will, ich bin's. Ah, du bist meiner? Ja. Du wegen der Schwester. Ich kann dich nicht mehr erinnern an die vergangene Zeit. Sie hat ihn scheinbar über 10 Jahre nicht mehr gesehen. Ja, und sonst so. Wir standen sich auch nicht wirklich gut und alles, oder? Ja, du noch etwas Wichtiges. Der Markus hat scheinbar bluterkrankt. Ja. Ja, mit dem Vater kann man auch nicht reden. Der will auch die ganze Zeit eine Zeitung verkaufen. Du willst auch nicht, die sind ja gratis Zeitungen. Ah ja, steht, merci. Wenn sie zu einer Zeitung oder nicht, ist nämlich gratis. Ja, gern. In dem Fall, schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Du hast gut drauf, was auf dem Revier kennen, weil die Sedi denkt, es hat langsam los mit diesen Fingerabdrücken und Sachen. Bestens, bis dann. Gut, bis dann, ciao. Da hat der Peter gesagt, oh nein! So oder? Ein Idiot, typisch Peter. Typisch Peter, gell? Hey, ich glaub's einfach nicht. Also, Sedi, wie weit bist du? Also, die Fingerabdrücke, die weisen genau auf diese Person hin. Also, Giovanni Oetker heisst er, ist 39 Jahre alt, hat eine tessinische Mutter und einen Vater, das ist ein Deutscher, ist von Beruf Bäcker und hat mal in Aarau gewohnt und wohnt jetzt am Killenweg 15 in Köttingen. Okay, sag mal, wie viel ist die Übereinstimmung das erste ist? Also, die Übereinstimmung ist so 99% und zwar nach den Spuren, die ich unter den Fingernägeln gefunden habe und auch nach den Fingerabdrücken muss es erst. Gut, merci vielmals. Dann gehen wir jetzt demo gut Besuch abstatten, würde ich sagen. Gute Idee. Sehr gut. Gut, merci. Ciao. Ciao, Sally. Steht er da? Killenweg 31. Also gut. Du musst mal läuten, hä? Ja, ja. Er sollte langsam die Tür aufmachen, hä? Mit langsam ein bisschen Sport. Ja. Vielleicht ist er nicht daheim. Denke ich weniger, weil die Schuhe hier könnten gerade schön gehören, oder? Ja. Ich will mal hinter den Garten schauen. Ja, okay. Ich schaue sonst hier bei den Fenstern rein. Ich putte den irgendwie raus. Weiß nicht. Da ist er! Scheiße! Ah, Scheiße! Okay, geh nicht durch, warte! Nach nur zwei Werbespots geht's weiter! Brille? Vielfrau. Was gefällt Ihnen besonders an Vielfrau? Ja, also an Vielfrau gefällt mir besonders die netten Mitarbeiter und die Qualität von diesen Brüllen ist einzigartig. Gut, vielen Dank. Kein Problem. Brille, Vielfrau. Meine Damen und Herren, es freut mich, Champa Ihnen so ein Angebot vom Tag vorstellen zu dürfen. Jetzt gibt's Thurgauer Luft in Dose. Das Original aus dem Thurgau. Nicht mehr für 20 Franken, nicht mehr für 15 Franken, sondern für sagenhafte 14 Franken 99!
Du musst meinen Oberkörper filmen. Oh, Entschuldigung. Also. Wo sind wir gewesen? Ah, genau. Also, die originale Thurgauer Luft gibt's jetzt in unserem Webshop auf kriti-shop.ch. Kriti-shop.ch, alles, was wir gesehen haben. Und den Spruch habe ich abgeschaut, ihr unterbezahlte Markus Unterreger. Oh, hoppla. Jetzt geht's weiter mit ihrem gewünschten TV-Programm. Oh nein! Oh, pass auf! Ja, sorry! Hörst du mich? Ja, ist gut. Hast du gut empfangen? Ja, super. 20 cm. Ist gut, 22 cm. Ich bin den Weg abschied, okay? Es eckelt genau dorthin, in der Kreuzung, wo wir hochgefahren sind. Okay, gang du unten durch. Ist gut. Er ist jetzt in Klappe der Kreuzung. Wo bist du? Ich bin gerade dort! Hey, weg da! Ich komme nicht von mir! Okay! Hören Sie mich? Sorry, I don't understand you. Can you speak English? Yes, I speak English. Alright, can you see me? No. And now? It's a bit better. So, where does it hurt? Yes, my leg. His leg. Oh, leg, Muramarsch. And so, do you have any questions? No, no questions. All right. Ja. Bist du endlich fertig mit deiner Hurenpflegerei? Ich sag dem Typ seit einer gefühlten halben Stunde machen. Hier ist gut, bin ab fertig. Ciao. Alright, I called a Krankenwagen. Come on, we can do it. Please, slow down. Yeah, I bet, alright. My leg. I'm sorry. Come on. Jetzt haben wir die gleich noch, hä? Und? Willi, hast du dich fangen? Ja, ganz alleine, während du Töchter gespielt hast. Falls dich interessiert, ich habe deine Person das Leben gerettet. Ist auch egal, Hauptsache alle sind gerettet und der Täter ist gefasst. Genau. So. Das ist mal eine lange Sitzung für dich, hä? Ich geh schon mal zum Auto, hä? Ja. Ciao. So, auf da, mitkommen. So, auch schon. Ja, komm, weg, sorry. Also, Herr Oetker, heute Morgen haben wir die Person hier am Tatort so aufgefunden. Auf was haben Sie mit dieser Person angestellt? Können Sie bitte euch erklären? Ich soll etwas mit dieser Person angestellt haben. Du gehörst dich, schau mal. Wenn du jetzt nicht als Nikolai sagst, was da passiert ist, müssen wir Herzschütz auffahren. Ich bin's nicht gsi. Ich sag's euch zum letzten Mal, ich bin kein Mörder.
Glaubst du? Sicher nicht. Ich glaube dir kein einziges Wort. Ja, ich kann nicht etwas dafür. Ich weiss doch nicht, wie kann ich die Unschuld beweisen? Ja, gar nicht. Und zweitens, sie hat es noch nie gegeben. Ausser Musikgeschmack vielleicht, aber das hat es noch nie gegeben. Das könnt ihr aber sichern, Bürsch. Also, sie sind immer noch sicher, sie sind unschuldig. Ja, und jetzt haben wir unsere Pinguine aus Madagaskar. Ja, das sind unsere Anzüge, Entschuldigung. Also. Du hast den Angst, Wille. Was? Ja, jetzt geht es gleich mal heftig zu und her, Bürsch. So, Bürsch! Jetzt geht's los da, komm jetzt! Nicht Eiswürfel, hä? Doch! Nein! Hä? Feine Chili-Sauce! Das stinkt! Fein! Das stinkt! Fein! Bist du immer unschuldig, hä? Ja, aber das stinkt! Wirklich? Jetzt haben wir alle wieder los. Jetzt geht's los, Bürschli. Jetzt ist nicht los. So, Bürschli, jetzt geht's zur Sache. Willi, mach die Musik an! Ist das Hansi Hitler? Nein, da haben wir doch nicht los, da doch keine Musik. Nein! Schaust du mal auch zu mir und kannst du uns hören? Hörst du? Kann glauben, würdest du auch so wie ich. So! Stuhl! So! Stuhl, Elektrostuhl oder was? Das ist Drehstuhl. Oh nein. Komm aufstehen, also komm. Nein. Und let's go. Ui, das macht Spass, hä? Das macht Spass. Nicht so. Nicht so Spass. Das macht Spass. Yay. Yeah. Schau mal, ich bin es wirklich nicht gewesen. Okay, glauben wir es. Langsam. Gut, wir glauben dir, aber gibt es irgendjemanden, der dir so etwas für die Schuhe schieben? Ja, also. Feinde habe ich keine, außer. Also, in meiner Kindheit war ich mal recht befeindet mit einem. Der hat Cedric Moser geheißen. Cedric Moser? Ja. Oder recht Fridolin? Nein, Spass schon, Cedric. Los jetzt, jetzt wird doch kein Spass. Hat Cedric das Fridolin geheißen? Er hat schon Cedric geheißen. Dein Ernst? Ja. Cedric muss echt. Cedric muss. Er ist ziemlich gross, blond. Ja. Könnt denn die Freundschaft jemanden bezeugen? Gibt's da jemanden? Ja, ich schätze meinen alten Schullehrer, den Hermann Blausch, wohnhaft. Hermann Blausch? Ja, wohnhaft in Suhr. Gehen wir den mal suchen. Kinder, Mittagspause. Mittagspause! Yes! Endlich Mittagspause. Technisch! Hallo? Sie können doch mich nicht einfach. Hallo? Also, schauen wir mal den Mann. Okay, gib mal Suri, ich wollte dir gerade in Suri. Ah, da haben wir es. Zeig mir das hier. Sehr gut. Ja, Matthias. Ja. Ja. Jetzt ist etwas essen. Ja, das ist saumässig. Ich auch.
Nimm mal an, der wohnt hier, oder? Du musst nicht das Gleiche sagen, wenn wir zu diesen Leuten gehen. Ja, sorry. Egal, weiter nochmal. Gib alles da, komm. Ich mach drauf, ausnahmsweise. Auch ein Splinswürm finden wir ein Hörchen. Ja, ja. Schau mal das schöne Entchen an, oder? Schau mal, wie schön. Das ist ein Hühnli. Mhm. Na gut, du bist eh das Gleiche. Oh, bin ich so schön am Chillen gewesen. Und der läutet es. So, wenn wir mal schauen, ob wir die Tür aufmachen können. Oh, schlecht, aber es geht. Aha, danke, Herr Plausch. Würden Sie mit dem Anni Plausch reden? Simon Lili, Sie ist ein Köttinger. Ich bin hier, gell? Ja. Also, Simon Minder, ebenfalls CSI Küttingen. Es ist aber noch nicht Fasnacht. Schauen Sie gut, Mann. Es ist ziemlich ernst, was wir hier machen. Was? Geht es um meine Frau? Hat sie wieder ihre noch nicht abzahlte BWM beschädigt? Es heisst BMW. Und nein, ihre Frau hat nichts gemacht. Das mal. Ja, ja, genau. Wir haben da ein paar Fragen an Sie. Geht es um meine Frau? Nicht ganz, um zwei ehemalige Ex-Schüler von Ihnen. Ah ja, da können wir einen Alltag Glück fragen wegen Roger Federer. Nein, nein, wegen Cedric Moser und dem Giovanni Oetker. Ah, die beiden Lausbuben, ja. Die haben immer gestritten. Egal was, ob sie jetzt geschlafen haben oder wach waren. Immer gestritten, die Lausbuben. Das war eine schöne Plage. Wissen Sie auch warum? Ja. Also der Giovanni, der hat Cedric immer die Frauen ausgespannt. Gut, dann langt das eigentlich schon, ja? Also wenn Sie wirklich nichts wissen wegen Roger Federer? Nein, wirklich nicht. Ciao zusammen und blauschhaften Tag! Zwei heisse Typen. Lecker ist das ein Tobi. Ja, das finde ich auch, aber Cedric hätte ich nie gedacht im Fall. Gut, fahren zurück aufs Revier. Das finde ich gut, Idee, machen wir. So, so der Bärli, ich musste rasch die Tore abhauen. Die Waffe hat im Fall schön viel abgehauen, wie sagt ihr? Ja, man sieht es. Das gibt einfach keinen Sinn. Was, der Fall gibt keinen Sinn? Ja, nein, das Spiel. Aha, ja. Eben, jetzt musst du auch weiter suchen mit dem Sedi und alles. Ja. Ich werde da heute noch fertig abhauen, wie sagt ihr? So. Du, Willi? Ja. Sag mal, der Sedi hat doch am Tatort ein völlig anderes Messer gebraucht, als er untersucht hat. Ja, stimmt. Am Tatort ist doch so ein Militärmesser am Boden gelegen, oder? Und untersucht hat er ein Holzmesser. Du, das Messer hast du mal gesehen. Im Raum vom Sedi. Dann gehst du, hol schnell! Moment mal, wo ist eigentlich der Giovanni? Der Giovanni! Ach du gute Neue! Scheiße! Licht! Giovanni? Komm da! Bist du nicht klar? Der hat mich immer noch gefesselt, ich konnte nicht können ab. Ja, halt der Fall. Oh, so endlich! Ich habe ja gesagt, dass ich es nicht gewesen bin. Ja, Entschuldigung noch einmal, gell? Ja, schon recht, wenn ich jetzt einfach rauskomme. Ja, ja. Gut, Giovanni. Ja? Bevor du hier weggehst, dann hast du eine Frage an dich. Ja, ich will! Das ist die Frage. Oh, Entschuldigung. Also, die Frage ist, Punkt 1, du hast keine Schuhe an. Oh. Ja, die habe ich gegessen, die sie mir allein gelassen haben. Sind sie wenigstens fein gewesen? Ja, geht so. Okay, gut, in dem Fall Frage 2. Warum bist du von uns abgehauen?
Ja, weisst, es ist zwar ein paar Wochen her, aber ich habe mal in einem Buchladen ein paar Französisch-Lehrbücher und andere Horrorbücher geklaut. Geklaut? Ja. Schiess mich doch an, ey. Kriminalität soll verboten sein. Wo ist das Scheibe Messer? Oh! Typisch Sally. Nach dem Dienst. Oh, da ist das Messer. Der Fall ist gelöst! Minder! Ich hasse! Oh, Scheiße! Minder! Ich hasse! Was? Du bist ein Hass! Nein, ich hasse! Du bist ein Hass? Nein, ich habe es! Ich habe den Fall gelöst! Aha, sag das doch grad! Und da ist der Beweis! Zeig mal da. Es ist der Sedi. Wie kommst du? Hast du jetzt viel Bier getrunken da, hä? Nein, da mal nicht, aber... Auf dem Messer hat es keinen Fingerabdruck von Giovanni gehört, sondern nur vom Cedric. Das beweist, der Sedi ist der Mörder. Der würde sagen... Ab zum Sedi. Genau. Komm da. Scheiße, schon wieder vergessen. Komm da. So, wo ist der Sedi? Kannst du hier hoch? Ja. Ah! Hey, du kannst gar nicht kommen. So. Du hast den Ding Verdacht. Du machst Unterregel im Monatssach. Ja. Du bist weit Na, aber auf jeden Fall, ja. So, ab bis verhört sind. Ich habe dann den Briefkasten aufgemacht und sehe, dass nur ein Brief drin innen ist. Es war allerdings keine Adresse und habe gedacht, der gehört für natürlich mir. Ich war im Haus und
Hat man auch da gemütlich auf dem Sofa gemacht. Ich habe den Brief nochmal angeschaut, da wirklich keine Adresse drauf ist, aber es hat immer noch keine drauf gehabt. Ich habe dann den Brief aufgemacht und dann gesehen, dass der Brief wirklich nicht für mich ist, sondern einem Herunterecker gehört, wo einen USB-Stick besitzt mit 100 Millionen drauf. Ich habe gedacht, toll, könnte ich gut brauchen. Und bin nachher am Abend mit der Büroklammer zu seinem Haus gegangen und habe versucht, seine Haustür aufzubrechen. Es ist eine Zeit gegangen, aber es ist mir gelungen. Ich bin natürlich vorsichtig hier, wollte schauen, ob jemand da ist. Ich habe zuerst niemand gehört und habe gedacht, vielleicht ist ja niemand da. Also kann ich suchen. Als ich nachher ins Haus gekommen bin, bin ich noch einmal angekommen und dann ist mir das Lineal am Boden gefallen. Es hat Lärm gemacht und ich habe gedacht, jetzt muss doch sicher der, wenn es jemand da hat, muss das gehört haben und wird sich jetzt nähern. Es ist aber zuerst niemand gekommen und habe gedacht, ich kann ja weitersuchen, vielleicht ist wirklich niemand da. Es ist dann aber trotzdem plötzlich jemand gekommen, der ist verschrocken. Und hat mich angegriffen. Als ich ihn zu Boden geschlagen habe, habe ich gedacht, die Zeugen sind schlecht und habe ihn mit dem Messer getötet. Plötzlich habe ich nochmal ein Geräusch gehört, habe das Messer fallen und bin zum Haus aus. Und dann ist die Schuld im Schwan geschossen? Ja, im alten Erzfeind. Und musst du das Ding jetzt? Der müsste jetzt noch irgendwo am Tatort liegen. Super, dann gehen wir mal zum Tatort, ne? So! Der Oberdorf ist der beste Film ever! Wiiii! Gut, jetzt 22 cm. Okay, den Blinden weg abschneiden. Er ist tot. Nein, nein. Aber ich bin da irgendwo abgetrampelt, wenn ich nicht esse. Oh! Also gut. Hat er schon das Zeichen gemacht? Nein, Scheiße! Ja. Scheiße! Gut, merci für den Moment. Dann gehen wir jetzt dem Mogel auf Besuch abstatten, würde ich sagen. Gute Idee. Sehr gut. Gut, merci. Ciao. Ciao, Sally. Scheiße! Ah, ja, stimmt. Merci. Ciao. Wenn sie jetzt so eine Zeitung oder nicht, ist nämlich gratis. Sorry, ja, dann haben wir.
Aha, ja, stimmt ja. Wenn sie jetzt so eine Zeitung oder nicht? Ja, gell. Also, merci. Ciao, bis dann. Wenn sie jetzt so eine Zeitung oder nicht, ist nämlich gratis. Ja, gell. Scheiße. Hey. Ah, ja, stimmt. Merci. So, aufstehen, mitkommen. Ah. Falls dich interessiert, ich habe eine Person das Leben gerettet, während Ah. Ah, guten Tag, Herr Plausch. Grüezi, mit wem habe ich den Plausch? Super, ist schnell. Ist gut, bestens. Bis dann. Nein, hör auf. Sag ja, ich bin schon konzentriert. Okay, sie. Komm, Billy. Willi, was meinst du? Da gibt es doch etwas weniger. Ja, du musst das sagen. Nein, musst du sagen. Ach. Ich verstand das nicht du. Nein, schon du. Gut. Minden! Nicht so früh! Am Schatten sein! Minden! Und nicht so früh! Hopp jetzt, das läuft! Der Schatten ist okay, da! Nicht der Schatten! Ich bin's gefressen, Mann! Leck, ist das für ein Süd, schau mal. Du musst endlich sagen. Scheiße. Wuhu! Und Ake! Fake outtakes. Du bitte. Ja. Ja, du, sorry. Ich habe gestern verpennt. Es ist eine lange Nacht geworden. Du hast gestern verpennt, das geht nicht. Nein, ich habe morgen verpennt. Was? Verpennt am Abend, was? Schreit das? So, jetzt. Oh mein Gott, ich hasse! Jetzt kreuzt er nicht. Nimm das mit, was ist denn da bloß? Ja. Ah, ja! Nein, ich muss. Wo haben wir ihn, hä? Ah, er ist schon da. Ja, was soll ich unterwegs? Also, Herr Schwann Jürgen. Sorry! Aber du. So. Also, Herr Oetker, heute Morgen hat man die Person hier am Tatort so aufgefunden. Auf was hat mit dieser Person angestellt? Und bitte euch erklären. Ich soll etwas mit dieser Person angestellt haben. Ja. Wer ist das überhaupt? Das ist der Herr Giovanni. Das bin ich, Mann. Das bin ich. Okay, nein, es ist gut. Ja, wer ist das? Der Hermann, der Markus Sonderer. Der Markus, genau. So viel, mit dem. And action! Du, Willi? Du musst ja sagen. Ja. Achtung, Büroszene die zweite und action! Ja. Willi, Mann! Okay. Nein, du musst nicht weggehen, es ist schon gut. Wenn der Sören vielleicht nicht Party macht, dann kann er auch ein Bild. Ja,
Nein, ist gut, du bist eine Spezialeinheit von der Disco. Ja, da machen zwei Kommissäre am Party, Mann. Oh mein Gott. 3, 2, 1, running! Run, bitch! Du bist so tot! Das Mindermassaker. Nein, Spaß. Dann schaut jetzt aufs Plakat. Schaut auf euer Plakat, sagen ab zum Setting und sagt raus. Das Zeugs hier auf das hässliche Geschrieben. Die Tür aufmachen. Das Beweis. Ja, haben wir schon gesagt. Haben wir schon gesagt. Egal, nochmal. Das Beweis. Das soll ich nur einen anlegen, oder? Schlusszahl. Ja, ja. Nein! Oh. Ich bin unfähig!